Nee, wir sind die Einzigen. Wir sind die Einzigen. Wir lassen uns heute entspannt angehen. Letzter Tag. Wir haben mal geplant das Völkerschlachtdenkmal. Und heute Abend, 21 Uhr, Nachtführung mit dem Führer Bremme. So, war auf jeden Fall ein Schnapper. 8 Euro. Und jetzt geht's hier los. Schnapper. Für so ein tolles Denkmal. Hallo? Da kann man nichts sagen. Oder? Ich weiß. Auch die Melina ist wieder gar nicht begeistert. Wir haben heute unseren Tag, dass wir ganz lieb zueinander sein müssen. Dass wir uns nicht ärgern dürfen. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Müssen wir hier rein? Gehen wir hier rein? Ich weiß nicht. Ja, Maske auf. Kann man da rein? Nee. Ich glaube, wir müssen weiter, oder? Weißt du, was das Problem ist? Okay, zeigst du kurz mal, wo wir sind? Wir sind bei der Krypta. Okay. Oh, hört ihr die dramatische Musik? Ich fühle mich irgendwie, als wäre ich in einem Indiana Jones Film oder so. Hier gibt es bestimmt Verschwörungstheorien von. Vielleicht ganz kurz dazu, warum das Ding überhaupt steht. Und zwar ging es um die Völkerschlacht, die als größte Schlacht vor dem Ersten Weltkrieg bezeichnet wird. Und zwar Napoleons Truppen gegen Preußen, Russen, Schweden und Österreicher. Und am Ende hat Napoleon verloren. Und die Sachsen waren auf Napoleons Seite, deswegen auf beiden Seiten gab es Deutsche. Und deshalb hat es 50 Jahre gedauert, bis dieses Denkmal überhaupt gebaut wurde dann. Rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Wir haben jemanden verloren. Oh. Hier ist es mir. Also so zumindest ein Zwischending. Also ehrlich gesagt ist mir das hier oben fast schon zu hoch. Das rettet gar nichts. Was schön lang kann, ne? Oh mein Gott. Das wird einem schwindeln. So, das war das Völkerdenkmal. Wir fahren jetzt mal kurz ins Hotel. Ein bisschen entspannen. Duschen. Ich muss duschen, ich stinke. Ich weiß nicht, was passiert ist. Theo hat versagt. Wir waren bis jetzt im Hotel und sind jetzt nochmal in die Stadt gefahren, um nochmal in diese Mall zu gehen, was zu Abend zu essen. Und dann steht auch schon die Tour an. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Beim Bremme. Es ist ein sehr schicker und leckerer Laden.
Wir sind jetzt auf dem Weg zum Prämme. Die Melina hat ein kleines Bananenmalzen. Und ich ist schon ganz... Gott sei Dank hatte ich keine 05, oder? Ja. Leicht angetrunken. Das ist so witzig. Die Melina hat gar keinen Bock drauf, dass wir gleich mit einem verkleideten Typ hier rumlaufen. Weil noch so viel los ist. Gell? Ja, sag nicht, gell? Oh nee, wir sind die Einzigen. Da hinten steht das schon. Jetzt geht's ab. Wie peinlich. Hä? Hast du gefilmt? Ja. Schön hier bleiben. Ein bisschen weg. Oh, jetzt, oh Gott. Tolerant und offen, das Nikolaieck. Ich hab richtig schlimm immer noch was im Auge. Da wir aber eine besondere Situation haben. Erstmal ist es jeder für sich selber verantwortlich. Also ich mache nicht einen Wachtmeister. Wenn jemand sich unwohl fühlt, dann soll er dementsprechend auch für sich selber sorgen. Wir werden aber die Gruppe nicht so groß haben wie sonst, sondern wir werden sozusagen die Gruppe teilen. Das heißt also, Sie haben die einmalige Gelegenheit, jetzt in dem Moment sich von Ihrem Partner zu trennen. Ja, aber Vorsicht, wir kommen an der gleichen Stelle wieder an. Ne? Also es könnte noch ein Nachspiel haben. Also wer jetzt schon festgestellt hat, oh, das ist mir zu sexisch. Der nuschelt so. Also dann lieber zu meinem Kollegen, der ein feinstes Hochdeutsch spricht. Also bei mir können Sie mitgehen, ich kann feinstes Hochdeutsch. Kein Problem. So. In dem Sinne. So. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen und einen schönen Abend. Zumindest denen, die nicht mit mir mit sind. Bei den anderen gehe ich davon aus, dass es klappt. Ja? Also, ich habe jetzt keinen Hänger. Ich sage es frei raus. Und das ist jetzt auch ernst. Jetzt kommt Geschichte. Ah, freundliches Lächeln auf der einen Seite, aber ja, in der zweiten Reihe haben gleich welche nach unten geguckt. Ey, wer Geschichte nicht leiden kann, der muss jetzt kurz die Zähne zusammenbeißen. Ich mach so schnell, wie ich kann. Vorsicht, meine Damen, wenn Sie morgen Sonnenpelz kaufen wollen, nur zur richtigen Tageszeit. Wenn Sie nicht früh in der gleißenden Morgensonne oder abends, wenn es schon schummrig wird, sondern nur mittags. Und dann nehmen Sie das gute Teil, gehen raus, lassen die Sonne tief reinscheinen, damit Sie erkennen, ob Sie auch wirklich einen Blaufuchs, also einen Polarfuchs in der Hand halten. Ansonsten kann Ihnen Folgendes passieren. Sie kaufen das gute Teil, hängen sich voll stolz im Hals, kommen nach Hause und sagen, haha, Schatz, schau mal, was wir uns geleistet haben. Der Schatz, in einer langjährigen Beziehung leben, allgemein so schlau oder gut erzogen, dass er sagen wird, Menschenskinder, du siehst wirklich klasse aus. Na? Aber warum hast du dir die Katze um den Hals gemacht? Jetzt haben wir der Verkäufer einen Schlaufuchs, aber Sie haben keinen Blaufuchs. Wollen wir an der Stelle vermeiden, deshalb nur zur richtigen Tageszeit kaufen, Sonne reinscheinen lassen, kann nicht viel schief gehen. Und wir gehen einfach weiter auf die berühmten Fälle. Es war eben richtig peinlich, weil niemand von uns beiden hatte Bargeld, um Trinkgeld zu geben. Ich habe mein Trinkgeld dem Essensmann gegeben. Ja, und dann hatte halt keiner mehr Bargeld. Hm. Aber es war doch ganz cool, oder? Mit dem Prämme. Das stimmt. Also, ist zu empfehlen. Er war born to be ein Führer aus dem 18. Jahrhundert. Ja, aber ich fand mit dem Prämme, das war ein schöner Abschluss. Das also stimmt, da habe ich gut gemacht. Hast du gut vorgeschlagen. Und das war der letzte Tag sozusagen. Morgen geht's wieder nach Hause. Genau, geht's heim. Aber morgen auch ganz entspannt. Ja. Holen wir uns noch eine Dönerbox. Nee, in Dürüm. Hoffentlich, also für die Auffahrt. Ja. Der auch bestimmt erst um 12 auf. Alles klar. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bei der nächsten kleinen Reise vielleicht. Wäre cool. Macht's gut. Ciao.